Einen wunderschönen guten Morgen aus Griechenland. Ihr seht, ich stehe direkt am Meer und wir haben einen wundervollen Sonnenaufgang hier. Und heute werde ich in den Olymp-Nationalpark und mal schauen, hoch auf den Olymp. Das ist wahrscheinlich zu viel, der ist ja bald 3000 Meter hoch. Aber ein bisschen aus der Nähe betrachten, das muss drin sein. Kommt mit! Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte, grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut. Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Aber jetzt erstmal zum Meer schauen. So, es geht los. Es ist zu heiß. Hier ist kein Baum für Schatten. Darum fahre ich heute dorthin zum Olymp in die Berge. Dort ist es etwas kühler. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Wow, 2917 Meter hoch ist der Berg mit seiner historischen Vergangenheit. Things are not the same as they were a year ago. So schön hier und hier rechts sieht man ihn, den Olymp. All be okay. Ich musste einfach anhalten. Hier hinter den Bergen versteckt sich der Olymp und schaut euch mal den Ausblick hier an. Da unten am Meer, von da komme ich her. Eine kurze Pause. Es ist echt anstrengend. Insgesamt ist die Straße so circa 16 Kilometer lang und so. Ich hasse diese Straßen, aber man soll sich ja seinen Herausforderungen stellen. Und wie es so ist, ist tatsächlich immer in der Kurve kommt einem jemand entgegen. Wenn es geradeaus geht, nicht, aber in der Kurve, also gut. Jetzt sind es noch 6,4 Kilometer, 12 Minuten. Das werde ich noch schaffen. Eieieiei. Na los. Da sitzt ein Fuchs. Hallo Fuchs. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. So, ich glaube, ich bleibe hier, denn ehrlich gesagt mache ich mir ins Hemd, hier so eine Schotterstraße zu fahren. Ich lasse einfach das Auto hier stehen. Da sieht man das Bergmassiv. Und ja, ich weiß noch nicht, wie ich nachher hier umdrehen kann, aber ich lasse es einfach hier stehen. Es müssten noch 1000 Meter sein, also drück mir mal die Daumen. Nee, oder? Schaut mal, da fährt tatsächlich ein Bus durch. Nee, möchte ich nicht. Nee, nee. Kommt mit! Ich will mal zeigen, wie es hier steil bergab geht. Da mache ich mir ins Hemd beim Fahren. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Es ist eisig. Aber so schön. Nehmt euch mal mit. Kommt mal mit.
and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but I'll be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Jetzt startet hier gerade eine Wandergruppe. Bist du unterwegs? Was du? Da kann man sich noch mal erfrischen. Toiletten sind da auch. Die gehen jetzt tatsächlich den Berg hinauf. Ihr seht, die haben Schlafsäcke und große Backpacks dabei. Und werden dort oben übernachten. Hier sind wir und die gehen jetzt hier diesen Wanderweg. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich gestern gelesen, das sind knapp 1000 Höhenmeter, die bezwungen werden müssen. So sieht es dann da oben aus auf 2917 Metern Höhe. Fernwanderweg E4, den man hier geht. Here we go. Change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. It'll all be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Habt ihr nach dem Baden auch immer Hunger? So lecker. Das ist doch von Bauern aus Rumänien. Ich glaube, das war die beste Entscheidung heute, vom Meer wegzufahren. Das Meer war dort an dieser Stelle sowieso nicht so schön. Und einfach diese traumhafte Landschaft zu erobern. So eine schöne Wanderung hatte ich schon lange nicht. Und egal, wo lang ich mich drehe, es ist einfach traumhaft hier. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Sind übrigens die Wanderwege hier aus, ne? Und wenn Steinschlag ist, schnell laufen. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling.
I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes, and ain't no one in life holding me. Natürlich ist an so einem Spot auch ein bisschen was los, aber kein Vergleich mit der Völkerwanderung, die zum Beispiel an manchen Tagen auf dem Brocken stattfindet. Tatsächlich habe ich nur hier auf dem Hauptweg Menschen getroffen. Und sobald man ein bisschen fernab des Hauptwanderweges geht, ist da niemand mehr. Und ihr seht mal, hier bin ich am Hauptspot, am Startpunkt und kein Mensch. Fast kein Mensch, weit und breit. Also sehr zu empfehlen. Wer von euch ist denn schon mal nach Griechenland gefahren, um auf den Olymp zu klettern? Ich denke, es sind nicht so sehr viele. Ich kann es euch so unglaublich empfehlen. Also wenn ihr mal hier in der Region seid, geht auf den Olymp. No more. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Da stehen sie. Die Lastenpferde, die nach oben gehen dann. Mal, wenn man hier von der Straße abkommt, was dann passiert. So sieht's dann aus. Hier zum Beispiel könnt ihr das gut sehen. Seht ihr da das Meer? Und da steht Renner. Change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Ich habe gerade hier das Video gemacht, was ihr gerade gesehen habt, und schaut mal, was da vorne ist. Passt mal auf. Da dieses Schild. Ups. Na dann, los geht's Richtung Nordmazedonien. Tschüss, ihr schönen Berge. Da vorne ist nochmal das Meer zu sehen. Also wer ausschließlich Urlaub am Meer machen möchte, den würde ich das hier nicht unbedingt empfehlen. Mal so für eine Nacht als Zwischenstopp war der Stellplatz gut, aber so jetzt für so einen schönen Campingurlaub, nee, das war es nicht. Da gibt es schönere Ecken hier in Griechenland. 36 Grad, na 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 na. 36 Grad. Oh, 37 Grad. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago.